Ja, und bei mir zu Gast ist jetzt Europaministerin Caroline Edt-Stadler. Guten Tag. Grüß Gott. Ja, Frau Bundesministerin, funktioniert denn die Solidarität in Europa? Nun, es ist so, dass mittlerweile beim Großteil der Menschen wirklich angekommen ist, dass wir vor einer der größten Herausforderungen in der Geschichte stehen und dass alle sich wirklich daran halten müssen, damit wir die Ausbreitung dieses Virus eindämmen. In Österreich halten sich die Menschen wirklich großteils an diese sehr restriktiven Maßnahmen und auch in Europa und in weiten Teilen Europas ist es mittlerweile angekommen. Wir haben steigende Zahlen in fast allen Mitgliedstaaten. Ich bin auch laufend im Kontakt mit meinen Amtskolleginnen und Kollegen und wir versuchen uns hier auch abzustimmen. Aber Fakt ist natürlich auch, dass in der derzeitigen Situation jeder Mitgliedstaat auch auf sich schaut und deshalb müssen wir auch immer wieder darauf verweisen, dass wir diese Krise nur gemeinsam bewältigen können, gemeinsam, aber vor allem dahingehend, dass jeder auch Eigenverantwortung lebt, um auf den anderen und auch auf sich achtet. Aber wenn in Deutschland Schutzmasken aufgehalten werden, Grenzen geschlossen werden und die Europäische Union sich nicht auf einen einheitlichen Krisenplan einigen kann, welche Lehren müssen denn daraus gezogen werden? Wird Österreich seine Europapolitik vielleicht nach der Corona-Krise ändern müssen? Sie müssen sich natürlich vor Augen halten, dass die Gesundheit, das Gesundheitswesen etwas ist, was in der nationalen Zuständigkeit der Mitgliedstaaten liegt. Und hier komme ich genau zu dem Punkt, wo es mir als Europaministerin darum geht, nach der Krise und nach dem Überwinden dieser wirklich für alle sehr herausfordernden Situation auch die entsprechenden Lehren zu ziehen. Ich denke, in jeder Krise liegen Chancen und aus jeder Krise muss man dann aber auch die entsprechenden Schlussfolgerungen ziehen. Und eine dieser Schlussfolgerungen könnte eben sein, dass wir wirklich offen darüber sprechen, was kann, was muss die Europäische Union leisten, wo kann man besser zusammenarbeiten und was sind Dinge, die man auch in Zukunft in den Bereichen der Mitgliedstaaten lässt. Die Konferenz zur Zukunft Europas, die ja starten sollte im Mai, wir werden jetzt sehen, inwiefern die Corona-Krise hier eine Verzögerung bringt, sollten diese Dinge auf den Tisch kommen. Und das sehe ich als große Chance, diese Dinge auch offen zu diskutieren. Und das von Ihnen angesprochene Problem, nämlich dass LKWs aufgehalten werden, dass es wieder Grenzkontrollen gibt, ist natürlich für uns alle etwas Herausforderndes. Wir haben aber auch gesehen, wenn man aufeinander zugeht, wenn man miteinander spricht und wir sehen alle, dass wir die gleichen Probleme im Moment haben, dann kann man auch diese Dinge lösen und darüber bin ich sehr froh. Sie haben gesagt, Sie sind im ständigen Kontakt mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in der Europäischen Union. Mit welchen europäischen Mitgliedstaaten funktioniert die Kommunikation besser und mit welchen weniger gut? Man muss natürlich jetzt vorausschicken, dass vor allem die Mitgliedstaaten, die Nachbarstaaten sind von Österreich, hier eine ganz besondere Bedeutung für uns haben. Also mit der Tschechien, der Slowakei, mit Ungarn bin ich in einem eigentlich täglichen Austausch, teilweise mehrfach, weil es hier auch darum geht, dass wir Pendlerinnen und Pendler haben, dass es Menschen gibt, die regelmäßig über die Grenze müssen, mussten und dass das natürlich jetzt auch mit gewissen Barrieren verbunden ist. Aber ich bin auch im Austausch zum Beispiel mit Frankreich, mit Spanien, wo die Situation zuletzt ja dramatisch angestiegen ist. Ich habe gestern erst mit dem bayerischen Staatsminister für Europa telefoniert, um auch mit ihm mich wieder auszutauschen, wie denn die Lage dort ist und wie wir noch eine engere Verzahnung und Koordinierung der Maßnahmen schaffen können. Alles in allem muss ich sagen, es sind alle sehr offen für diese Gespräche und es kommt auch jetzt immer mehr durch, dass wir diese Dinge nur gemeinsam schaffen können. Wie gesagt, noch einmal, wir stehen alle vor den gleichen großen, schwierigen Herausforderungen und es geht wohl allen wirklich unter die Haut, nicht nur den Österreicherinnen und Österreichern, die zu Hause sind, sondern auch uns Entscheidungsträgern und wir versuchen hier tagtäglich unser Bestes zu geben, um durch die Krise durchzukommen. Die Europäische Union hat ja jetzt auch seine Außengrenzen geschlossen, das heißt, dass keiner mehr rein oder raus darf. Gilt das denn jetzt auch für Flüchtlinge oder wird es da Ausnahmen geben? Nun, Sie haben es gesagt, Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, hat auch gesagt, wir müssen die europäischen Grenzen schließen. Das halte ich für ganz notwendig, denn wir haben in der Europäischen Union und in den einzelnen Mitgliedstaaten mit ganz großen Herausforderungen zu kämpfen. Denken Sie auch an Österreich und an die noch restriktiveren Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden mussten in Tirol oder auch in einzelnen Regionen in Salzburg. Und deshalb ist es natürlich klar, dass wir jetzt auch diese Krise in Europa bewältigen müssen. Und es wird hier natürlich keine aktive Aufnahme von Flüchtlingen geben. Im Gegenteil, wir müssen schauen, dass wir die Krise
in Griechenland an seiner griechischen Grenze bestmöglich jetzt auch handeln. Österreich hat hier nicht nur Geld, sondern auch Polizistinnen und Polizisten zum Grenzschutz entsandt. Denn gerade in diesen Zeiten ist es wesentlich, dass der Außengrenzschutz auch aufrechterhalten wird. Sie haben es angesprochen, die Situation an der griechisch-türkischen Grenze ist ja auch hochbrisant aktuell. Wie ist denn die Situation dort angesichts der Corona-Krise? Wir wissen aus den letzten Berichten, dass es sich etwas stabilisiert hat dort, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich eine humanitäre Katastrophe. Ein Staat, ein Staatschef Erdogan, der hier auf dem Rücken der Ärmsten, der Jüngsten hier zynische Politik betreibt, das kann sich die Europäische Union nicht gefallen lassen und deshalb sind wir hier auch ganz klar auf der Linie, auch die Europäische Union, dass man sich hier nicht erpressen lassen kann. Wir wollen das Leid mildern, wir haben humanitäre Hilfe entsandt. Wir haben auch Gelder in die Region geschickt, im Übrigen auch in die Region Syrien, wo ja der Ausgangspunkt dieser Krise ist. Und wir können hier nur mit gemeinsamer europäischer Solidarität, mit einem gemeinsamen, auch strengen Vorgehen aus Sicht der Europäischen Union zu einer Lösung kommen. Es gibt einen Deal, der ist einzuhalten und wir können uns nicht erpressen lassen. Vor der Corona-Krise gab es ja auch immer wieder Bilder von der griechisch-türkischen Grenze, wo Flüchtlinge und Migranten auch die Grenze trotz des Außengrenzschutzes passieren konnten oder passiert haben. Wie gut oder schlecht funktioniert denn aktuell der Außengrenzschutz? Wir wissen, dass wir noch einiges zu tun haben, wenn es darum geht, einen effizienten Außengrenzschutz zu etablieren. Ich muss ganz offen sagen, die Corona-Krise ist natürlich jetzt etwas, das alles überlagert, aber gerade diese Krise zeigt uns auch, wie notwendig es ist. Es gibt das Ziel, Frontex-Beamte auf insgesamt 10.000 aufzustocken. Es gibt jetzt die klare Solidarität auch beim Außengrenzschutz, die Länder, die hier betroffen sind, zu unterstützen. Und darüber bin ich froh, aber wir wissen auch, dass es gerade bei der gemeinsamen europäischen Asylpolitik darauf ankommen wird, was in den nächsten Wochen, Monaten hier weiter passiert, denn das macht ja nicht Stopp. Das wird sozusagen nicht gestoppt durch die Corona-Krise und deshalb gibt es hier noch viel zu tun. Die Europäische Kommission ist gefordert. Wir sind bereit, hier auch mitzuarbeiten. Ich habe das auch im Rat allgemeiner Angelegenheiten immer signalisiert. Wir warten jetzt auf den Vorschlag der Europäischen Kommission im Bereich Migrationspakt. Ja, Angela Merkel hat gesagt, dass sich 60-70% der Bevölkerung wohl oder übel anstecken werden müssen. Gehen Sie auch von diesen Zahlen für Österreich aus? Es gibt Virologinnen und Virologen, die uns natürlich in dieser schweren Zeit zur Seite stehen. Wir selbst sind alle keine Experten in dem Bereich. Und ja, da gibt es auch diesen Begriff, den unschönen aus meiner Sicht, der sogenannten Durchseuchung. Sprich, ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung muss angesteckt sein, dann auch wieder genesen sein, damit tatsächlich das auch abklingt. Ich kann hier keine Prozentsätze nennen, aber was unser ganz klares Ziel ist, ist diese Kurve abzuflachen, um die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems aufrechtzuerhalten, um denen, bei denen die Krankheit einen schweren Verlauf nimmt, und das sind hoffentlich und nach Schätzungen nur ein geringer Prozentsatz der Bevölkerung, tatsächlich jede Form der Gesundheitsvorsorge bis hin zur intensivmedizinischen zukommen zu lassen. Das bedeutet dann natürlich aber auch, dass sich der Zeitraum entsprechend verlängert. Und ich kann hier nur an alle appellieren, an die Moral, an das Durchhaltevermögen, an die Eigenverantwortung. Bleiben Sie wirklich zu Hause, machen Sie notwendige Gänge wie einkaufen, in die Apotheke gehen, auch einmal an die frische Luft gehen, alleine und so selten wie möglich. Es geht vor allem darum, dass man auch nicht jeden Tag einkaufen geht, sondern sich vielleicht wirklich für 2-3 Tage im Vorhinein versorgt. Denn jedes Zusammentreffen mit anderen Menschen kann hier eine Ansteckung mit sich bringen und das gilt es anzuhalten. Wir wissen, es ist für alle eine schwierige Situation, aber ich kann nur an alle noch einmal appellieren, sich daran zu halten. Es ist die einzige Chance, die wir haben im Kampf gegen dieses unsichtbare Virus. Italien ist ja jenes europäische Land, das besonders hart vom Coronavirus getroffen ist. Welche Fehler wurden denn dort gemacht? Es ist zum ersten Mal, dass wir eine derartige Situation haben und jeder muss natürlich dann auch versuchen, rechtzeitig zu reagieren. In Italien war es
aus meiner Sicht auch so, dass die Bevölkerung nicht von Anfang an so gut mitgemacht hat, wie das jetzt in Österreich der Fall ist. Es war auch die erste Erfahrung sozusagen. Und wir haben versucht, auch aus dieser Situation in Italien zu lernen, die Maßnahmen rechtzeitig zu setzen, aber nicht zu früh, um auch ein entsprechendes Commitment der Bevölkerung zu bekommen. Und insofern gehe ich wirklich davon aus und sehe es sehr positiv, dass in Österreich das besser funktioniert und wir hier nicht einen derartig schweren Verlauf feststellen müssen. Und glauben Sie, dass Österreich in Sachen Maßnahmen ein Vorbild in der Europäischen Union ist oder ein abschreckendes Beispiel, wenn man an Tirol denkt? Ich möchte hier weder von Vorbild noch von Abschreckung sprechen. Ich glaube, es ist auch die Kunst sozusagen, die Maßnahmen dann zu setzen, wenn man dafür bereit ist, auch aus Sicht der Bevölkerung mitzumachen. Wie gesagt, noch einmal, es ist eine erstmalige Situation, mit der wir es zu tun haben, eine Krise von ungeahntem Ausmaß. Wir bemühen uns nach Kräften, die Bevölkerung auch zum Mitmachen zu ersuchen. Das funktioniert sehr gut und ja, die Situation in Tirol ist eine dramatische. Wir wissen, dass viele Sportlerinnen und Sportler dort Urlaub gemacht haben und dann nach Hause gefahren sind. Man muss aber auch immer dazu sagen, im Rückblick Dinge zu beurteilen, ist natürlich sehr viel leichter als in dem Moment, wo man drinnen steht. Und ich kann hier auch nur auf das verweisen, was Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gesagt hat. Möglicherweise hat man in manchen Teilen und vor allem in den Bereichen oder in Teilen, wo es Ausgang genommen hat, die Dinge am Anfang unterschätzt. Und auch ich habe Zuschriften und SMS von Menschen bekommen, die gesagt haben, das ist überzogen. Mittlerweile ist es wirklich überall angekommen und daher sind wir sehr froh, dass die Österreicherinnen und Österreicher hier so gut mitmachen. Sie haben auch ein Maßnahmenpaket von Seiten der Justiz präsentiert, wonach der Fristenlauf für Verfahren bis zum 30. April unterbrochen wird. Wenn die Justiz einmal ihre Fristen unterbricht, wie handlungsfähig ist denn noch unser Rechtsstaat? Gerade die Präsentation des Pakets gestern gemeinsam mit Justizministerin Alma Sadic soll ja die Funktionsfähigkeit von Staat und Verwaltung sicherstellen. Wir haben alle die Situation, dass viele zu Hause bleiben müssen, weil sie in Quarantäne sind oder sich Gott sei Dank in freiwillige Selbstquarantäne begeben haben, andere von zu Hause aus arbeiten und alle aufgerufen sind, so wenig wie mögliche physische Kontakte zu halten. Das führt auch dazu, dass wir natürlich bei den Ämtern im Bereich der Justiz, aber auch im Bereich der Verwaltung auch ein Minimum an Kontakten zurückgefahren sind und deshalb sollte keiner einen Nachteil daraus ziehen, dass man vielleicht krank ist, sich nicht kümmern kann um die Einhaltung von Fristen, dass vielleicht Personen, die man dafür braucht, Rechtsanwälte, Notare, im Moment nicht erreichbar sind, weil auch die hoffentlich alle in Homeoffice-Arbeit zu Hause sich mit ihrer Arbeit beschäftigen. Also keiner sollte einen Nachteil daraus erfahren und deshalb auch die Unterbrechung der Fristen, damit das Funktionieren des Staates, der Verwaltung, der Justiz tatsächlich auch gewährleistet werden kann. Frau Bundesminister, vielen Dank für das Gespräch.